Servus und hallo, servus zum zweiten Teil in meiner persönlichen Playlist, und zwar der Playlist Fahrlehrer werden. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Ich habe mich auch sehr über die Kommentare gefreut. Ich muss sagen, ich habe sie gerade nochmal durchgelesen. Ein paar Sachen sind mir aufgefallen, aber das besprechen wir alles nach dem neuen Intro. Gleich geht's los. So, da sind wir wieder. Ich gucke mir mal gerade die Kommentare durch. Ja, natürlich gucken sich auch Leute andere Videos von mir an, aber was ich ganz geil fand, natürlich freue ich mich darüber, wenn ihr positive Sachen sagt und so. Aber was mir aufgefallen ist, was zur Hölle ist bitte eine Fahrschulüberwachung? Ja Leute, das ist genau richtig, dass ihr so Fragen stellt. Ganz oft gibt es Fachwörter, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber. Die sage ich einfach so und erkläre sie noch nicht mehr. Also jede Fahrschule wird regelmäßig, entweder im Zwei- oder Vierjahrestakt, je nachdem, wie die örtliche Behörde das so haben will, überwacht. Das heißt, die kommen und gucken, ob man richtig unterrichtet, richtig aufzeichnet und alles richtig macht. Meistens haben die gar nicht so richtig Ahnung, aber ich muss sagen, ich habe bisher nur durchweg positive Erfahrungen damit gemacht. Ne? Aber worum es in diesem Thema bzw. in diesem Video eigentlich geht, ist, wie werde ich Fahrlehrer? Und zwar Voraussetzungen und wie läuft die Ausbildung zum Fahrlehrer? Ja, und jetzt also wieder trockenes Wiedergeben von Gesetzestext werde ich jetzt machen. Und zwar trocken nicht, ich werde mir Mühe geben. Ja, aber es geht grundsätzlich um Gesetzestexte. Was ganz wichtig ist, wir sind jetzt zwar im Jahr 2019, das heißt, wenn du dieses Video 2021 guckst, kann es durchaus sein, dass sich Sachen verändert haben, und ich weiß schon, dass sie sich verändern werden. Ja? Okay, erstmal darüber, was musst du überhaupt erfüllen, um Fahrlehrer zu werden? Und da gucke ich in den Paragraph 2 Fahrlehrergesetz. Ich schreibe jetzt gerade niemanden, das ist also hoffentlich nicht unhöflich, sondern ich gucke selber in die Paragraphen rein. Ich würde euch Gesetze im Internet empfehlen. Ich verlinke es euch auch mal unten drunter. Also der Bewerber, ach, das ist noch nicht auf beide Geschlechter gemacht, auf drei Geschlechter, der Bewerber muss das 21. Lebensjahr vollendet haben. Der Bewerber muss geistig und körperlich geeignet sein. Der Bewerber muss fachlich und pädagogisch geeignet sein. Gehen wir die drei Sachen durch. Also Lebensjahr ist klar, geistig und körperlich geeignet sein. Das ist noch nicht mal so großartig festgelegt. Ja, das bedeutet, ich kenne selbst einen Fahrlehrer, der schwerbehindert ist und trotzdem arbeiten kann. Das ist kein Problem für ihn. Und deshalb ist körperlich, sage ich mal, sekundär. Ich kenne persönlich keinen wirklich, was sagt man, stark gehandicapten. Ich weiß nicht, wie man das jetzt korrekt sagen kann. Einen, der auch körperlich gehandicapt ist, richtig. Aber gibt es garantiert. Ich glaube nicht, dass es da Einschränkungen gibt, und halte ich auch nicht für richtig. Ne? Ja, geistig ist so eine Sache. Ne? Da halte ich einige nicht für geistig geeignet, aber mich hat da keiner gefragt. Naja, das war jetzt natürlich nur ein Witz, aber grundsätzlich muss man schon eins und eins zusammenzählen können. Fachlich und pädagogisch geeignet, ja, das bedeutet vor allen Dingen, dass man Prüfungen machen muss. Ne? Das wird also überprüft. Genauso wie die geistige und körperliche Eignung auch durch ein Gutachten überprüft wird. Durch das ärztliche Gutachten, das man auch für Bus macht. Gegen den Bewerber keine Tatsachen vorlegen, die ihn für den Fahrlehrerberuf als unzuverlässig erscheinen lassen. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Als ich Fahrlehrer geworden bin, gab es das noch nicht. Da durfte jeder Sexualstraftäter, sage ich jetzt mal übertrieben, oder jeder, der Steuerhinterziehung begangen hat, konnte das einfach machen. Ja? Also Schwerkriminelle und so konnten dann schön, lieben Gruß an die Berliner Billigfahrschulen. Ja, jeder konnte da Fahrschulleiter werden. Jeder, wirklich jeder. Egal, was da so auf dem Kerbholz ist. Geht mittlerweile nicht mehr. Vor allen Dingen die Sexualstraftäter, dass die raus sind. Das freut mich sehr. Ja, gut, keine Geschichte aus dem Nähkästchen. Der Bewerber mindestens eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Lehrberuf oder eine gleichwertige Vorbildung besitzt. Das ist schon mal ganz cool. Das heißt, wenn du eine abgeschlossene Berufsausbildung hast oder einen Lehrberuf, geht das. Der Bewerber im Besitz der Fahrerlaubnis der Klasse ist für die Fahrerlaubnis erteilt werden soll. Denkt daran, ihr wollt BBE am Anfang haben, das heißt, ihr braucht auch BBE. Falls du noch keinen Anhängerführerschein hast,
Mach ihn. Der Bewerber seit mindestens 3 Jahren die Fahrerlaubnis der Klasse B und sofern die Fahrerlaubnis zusätzlich für die Klasse A, okay, das lasse ich mal alles weg, für Klasse A, C und D, ihr könnt ihr selber nachlesen. Also 3 Jahre müsst ihr den Führerschein haben, weil ich habe jetzt mitgekriegt, dass vor allen Dingen durch das Straßenverkehrs, ach Quatsch, durch das Arbeitsamt Leute gefördert werden, die noch nicht mal einen Führerschein haben, ne? Also ich würde mir jetzt gerne ins Gesicht schlagen, aber mache ich jetzt mal nicht. Der Bewerber innerhalb der letzten 3 Jahre vor Erteilung der Fahrerlaubnis nach § 7 zum Fahrlehrer ausgebildet worden ist. Ja, das heißt, du musst natürlich nach § 7 Fahrlehrergesetz ausgebildet worden sein, um einen Fahrlehrerschein und eine Fahrlehrerlaubnis zu erhalten. Für alle, die jetzt gerade verwirrt sind, es gibt eine Fahrerlaubnis, die Erlaubnis zum Fahren und die Fahrlehrerlaubnis. Ja? Und das ist die Erlaubnis, das Fahren zu lehren. Ja, nur damit wir uns da einig sind. Der Bewerber über die für die Ausbildung der Berufstätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. Ja, das ist ganz wichtig. Und da bin ich wirklich hart, muss ich sagen. Ja, vor allen Dingen gegenüber Menschen, die Deutsch als Zweitsprache haben. Und das ist jetzt nicht irgendwas. Letztens bin ich auch beleidigt worden, weil ich habe jemandem gesagt, dass er bei uns nicht die Ausbildung machen kann, weil er meines Erachtens, ich entscheide das bei mir in der Fahrschule, nicht genug Deutsch kann. Ja? Er hat die komplette Ausbildung von der Arbeitsagentur bezahlt bekommen, meines Erachtens zu Unrecht, ja? Aber mich hat auch da keiner gefragt. Und es kommt manchmal in der deutschen Sprache auf Nuancen an. Die deutsche Sprache ist schwierig und Sachen zu erklären erfordern, merkt es selber, 3 Wörter, erfordern einfach Sprachgeschick. Ja, und es geht noch nicht mal darum, jedes Fachwort richtig zu sagen, darum geht es mir gar nicht, sondern es geht darum, auf den Punkt Sachen erklären zu können. Das ist ganz wichtig. Und ich sage es mal so, ich habe in meinem Leben immer ganz viel Englisch gesprochen. Ich traue es mir aber nicht zu, Leuten den Führerschein, also die Fahrausbildung auf Englisch komplett zu machen. Das traue ich mir persönlich noch nicht zu. Müsste ich vor allen Dingen, wenn ich den Beruf noch nicht mal habe, ich habe ja jetzt den Beruf in Deutsch und würde es dann machen, sondern als Anfänger glaube ich einfach nicht, dass das funktioniert. Da muss man schon sehr gut sein und da muss man auch ganz ehrlich in den Lehrproben zeigen, dass man es drauf hat. Wenn ich im Prüfungsausschuss sitzen würde und du wärst auch im Fachteil bei mir und ich würde merken, du könntest nicht so gut Deutsch, muss ich ganz ehrlich sagen, egal wie viel pädagogischen Hintergrund ich habe, hier steht es im Gesetz drin und so sehe ich es auch, würde ich dich absägen, wenn du es nicht kannst. Ich sehe es so. Und da steht außerdem nichts von Staatsangehörigkeit. Das ist mir auch total Latte, wo du herkommst, was du so machst. Mir geht es um Deutsch und mir geht es darum, dass du eine bestimmte Verantwortung den Schülern gegenüber hast. Und wenn du kein Deutsch kannst, kannst du nicht ausbilden auf Deutsch. Und jetzt kommen wieder die Europäer, zu denen ich auch gehöre, die dann sagen, ja, aber wir müssen offen für andere sein. Ja, natürlich müssen wir offen sein, aber dann erstmal die Ausbildung in Deutsch machen und dann kannst du es in Englisch, Japanisch, Holländisch, Klingonisch machen, ist mir total Wurst. Also bitte nicht jetzt so Hater-Kommentare, das kenne ich schon alles. Ne? Ich werde auch immer sehr gehasst, wenn ich das so sage. Wenn ich nur das Gesetz vorlese, werde ich da meistens, wenn ich sowas sage, auch nicht so nett behandelt. Aber das ist nicht schlimm, ich kann das ab. Ja, ja. Bla bla bla, hier steht noch ein paar Sachen drunter, aber das musst du alles können. Ja, das bedeutet, dann bekommst du eine Fahrlehrerlaubnis. Ich muss dazu sagen, auch internationale Fahrlehrerlaubnisse und europäische Fahrlehrerlaubnisse werden in Deutschland anerkannt mit einem Sternchen. Ja, das bedeutet, wie bei einem, wie bei einem Mobilfunkvertrag, gibt es ein kleines Sternchen, das kannst du dir anerkennen lassen. Keine Ahnung, du bist jetzt in England Fahrlehrer und möchtest in Deutschland Fahrlehrer werden. Dann kannst du das gerne machen, aber du musst wahrscheinlich noch eine Prüfung machen. Weil wir Deutschen da sehr, sehr komisch sind und meines Erachtens auch zu Recht. Wir haben das härteste Fahrlehrerrecht und das bedeutet, jeder, der unsere Fahrlehrerlaubnisklasse haben will, muss auch was dafür tun. Die einzigen, die relativ nah an uns dran sind, sind die Österreicher. Ja, die haben zwar noch mal ein paar andere Sachen damit drin, aber die sind auch ähnlich hart.
Ja. Von ein paar anderen habe ich aber gar keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das Einzige, was ich zum Beispiel weiß, ist auch Europa, auf Malta muss man nur eine Theorieprüfung und eine praktische Fahrstunde fahren und dann ist man Fahrlehrer. Ja, Schweinerei, kannst du ja nicht machen und bei uns werden die Leute hochpädagogisch ausgebildet. Ne? Das sind die Voraussetzungen, die musst du erfüllen. Wenn du die nicht hast, kriegst du keine Fahrlehrerlaubnis. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt mehrere Leute in deiner Laufbahn, die das entscheiden können. Erstmal die Fahrlehrerfachschule. Die meisten Fahrlehrerfachschulen nehmen dich aber an, auch wenn du nicht gut Deutsch kannst, auch wenn du vielleicht nicht geeignet bist. Vor allen Dingen, wenn du von der Arbeitsagentur gefördert bist, wollen die das Geld haben. Und ich kann es verstehen, ich bin auch Unternehmer. Die nehmen dich an, dann gehst du zur Prüfung und dann hoffen die darauf, dass der Prüfungsausschuss sagt, geht nicht. Und jetzt kommst du aber in einen lockeren Prüfungsausschuss, der auch sehr offen für sowas ist. Die winken dich durch. Vielleicht hast du Glück. Das kann durchaus sein. Vielleicht ist das auch Können, ne? Aber die winken dich durch, dann kommst du zu mir in die Ausbildungsfachschule und spätestens ich sage nein. Oder am Ende musst du ja nochmal eine Lehrprobe machen und zwar Fahren- und Theorieunterricht und spätestens da ist Schluss. Und wenn du auch da durchkommst komplett, du schaffst das alles, weil ich kenne auch Fahrlehrer, die sehr schlechtes Deutsch können und da durchgekommen sind. Spätestens auf dem Markt nachher, der Markt reguliert alles. Ja, werden die Fahrschüler mit deinen Erklärkünsten, wenn du nicht besser wirst, werden die nichts mit dir anfangen können. Und das Leben ist hart in Fahrschulen. Es ist nicht wie in dem normalen Bildungssystem, wo friss oder stirb ist. In normalen Fahrschulen kann man sagen, ich will bei jedem den Führerschein machen. Also bei uns zum Beispiel, wir haben neun Fahrlehrer. Ich will bei jedem den Führerschein machen, nur bei Philipp nicht. Der kann nicht richtig Deutsch, das mag ich nicht. Der kann das nicht richtig erklären. Ne? Es geht aber auch nicht darum, und das nochmal, ich hatte letztens einen Fahrlehrer da, der hat so einen leicht französischen Akzent. Es geht nicht um Akzente. Es geht um Sprachverständnis und um Sprachgefühl vor allen Dingen. Gut, so viel dazu. Schreibt mir alle Fragen, die ihr dazu habt, bitte mal darunter, die beantworte ich. Und dann kommen wir zur Fahrlehrerausbildung. Die Fahrlehrerausbildung ist... I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone.